Ich bin echt gespannt, wie lange das jetzt geht. Und willkommen zurück zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Paper. Dieses Mal wird es sein, das Dead Space Demake. Und ja, da hat sich irgendjemand gedacht, wie würde denn Dead Space aussehen, wenn man es auf der PS1 spielen würde, und hat dann dementsprechend das Spiel so auch umgewandelt. Wir schauen uns das jetzt mal gemeinsam an. Für mich natürlich ein cooles Ding, weil ihr wisst ja, auf meinem Kanal war Dead Space lange ein großes Thema. Auch das Remake, wovon immer noch der Impossible Run fehlt. Aber ja, wir starten mal das Demake und schauen uns das Ganze mal an. Ach du liebe Zeit. Press Start Button. Ach du liebe Zeit. Wie stomp ich? Gibt's da irgendwie... Jetzt müssen wir erstmal den Plasma-Cutter holen. Cut off der Limbs. Wie benutze ich das? Wie trete ich? Wie stompe ich? Kann ich überhaupt stompen? Ich muss stompen können. Kann ich schlagen? Muss mal ganz kurz was einstellen. So. Gibt hier ein Secondary Fire. Das heißt, das ist hier mit dem Wechseln auf mittlerer. Okay. Recht, das ist Nachladen. Dann haben wir noch Aim. Feuer. Dase ist Q. Inventory ist Tab. Space, Interact. Aber ich würde jetzt trotzdem gern wissen, wie man hier stampft. Wurde irgendwie nicht so richtig gesagt. Das ist ja kacke. Na gut. Das ist ja mal wild. Problem ist natürlich nur... Ah, okay, man kann nicht stampfen, man kann einfach nur auf F drücken und dann nimmt er die automatisch auf, die Sachen. Jetzt laden wir mal nach. Cool. Okay, jetzt kommen wir langsam rein in die Geschichte. Das ist ja wild. So, hier geht's runter mit Schockeffekt, oder? Ein Schockeffekt. Was ist das? Irgendwas zum Aufheben. Everybody listen up. They're using the vents. That's how they're getting around the ship. Stay away from down. Get back. Get back. Das ist echt cool mit so einer PlayStation Grafik das umzusetzen. Isaac, we ran into more of them on the way over here. Are you okay? More what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down. Whatever they are, they're not friendly, and half the doors on this ship are locked because of the quarantine. Now, we have to get to the bridge, but first, we gotta repair the tram system. You're crazy, Hammond. You're gonna get us all killed. If you listen to me, I'll get you out of here alive. Now, what's wrong with the tram? The data board is fried, but there should be a spare in the maintenance bay. There's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it! Everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can't. But you can. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll help you find Nicole. Cool gelöst irgendwie. Ich meine, klar, er verzichtet auf viele Details in dem Game. Weil du siehst ja zum Beispiel auch Hammond und Kendra da drüben nicht stehen. Aber ja. Ist ja echt
gemacht, also. Rennen geht auch. Hier geht's runter. Da hinten geht's noch lang. Gut, der stand jetzt da einfach so. Der stand auch einfach nur so. Smith killed one. Listen, forget about shooting him in the body. You gotta cut off the limbs. Grab a cutter, anything like that. Cut him apart. Der stand jetzt wahrscheinlich einfach nur deswegen, weil die Animation jetzt nicht gemacht werden sollte, wie er da erst am Boden liegt. Be careful. Shooting him in the body didn't seem to work. Go for the limbs. Dismember them. I should do the job. Conserve ammo by dismembering enemy limbs and doing extra damage. Das ist so cool gemacht. Unglaublich. Na komm. Cool. Echt cool. Jetzt in den anderen Raum reingucken. Ich glaube, das war jetzt nicht so gedacht. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier in die Toilette rein. Gut, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit, hier auf F zu drücken und Sachen einzusammeln. Ich glaube, schlagen und treten, wie gesagt, gibt es gar nicht. Jetzt muss ich ganz kurz mal gucken, dass ich jetzt hier nicht irgendwo stecken bleibe. Ja. Cool. Also sie haben auf jeden Fall das Intro übersprungen und sind dann genau da in das Game eingestiegen, wo Isaac sich in den Fahrstuhl gerettet hat und dann zum Plasma-Cutter kommt. Your stasis module should be able to help you with that arm mechanism. So, der bleibt drin, aber kommt, glaube ich, wieder zurück, ne? Oder bleibt der da drin? Hinter mir war auch noch was, oder? Nicht wirklich. Okay, gut. Ich weiß nicht genau, was das da ist, dieser komische Zylinder, aber... Gut. Das. Das. Isaac, lauf. Komm. Sollte jetzt passen, oder? Isaac, you did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you'll be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around out there. Ja, ist natürlich auch nachvollziehbar gelöst, weil ich glaube, so eine Logs hätten sie jetzt nicht abspielen können auf der PlayStation. Deswegen wird das so gelöst, dass dann einfach große Videoübertragungen angezeigt werden. Ne, da geht's nicht weiter. Na komm. Warte mal, ging's da? Ne, geht's nicht. Zumindest hier. Nachladen. Und da glaube ich liegt ja auch immer Plasma-Energie drin. Ich gehe mal davon aus, dass das Medikits sind, kleine. Das wird es wahrscheinlich wirklich sein. Jetzt müssen wir da hinten lang, oder? Wenn ich jetzt richtig erinnere, dann müssten wir jetzt eigentlich hier durch. Ja, okay. Das
Das ist so gut. Isaac, it's Kendra. It looks like the door to the storage room is locked. There should be a key somewhere in the maintenance bay. Also noch ein bisschen Feinschliff für das Ganze. Oh, wo kommst du denn her? Ein bisschen Feinschliff, wie gesagt, für das Ganze. Und könnte mir da wirklich ein vollwertiges Spiel vorstellen. Okay, da müssen wir rein, aber da kommen wir nicht rein, weil die Tür noch zu ist. Wie cool ist das denn bitte? Richtig gut gelöst. So, na komm. Moment. Kurz noch hier lang. War noch einer? Nein. Da war was. Lebt er noch? Ne, er ist tot. Gut. Nicht schlecht. So, wir müssen jetzt hier nach oben. Dann müssen wir... Ja, oben müssen wir dann, glaube ich, den Schlüssel einsammeln. Dann müssen wir wieder nach unten und dann haben wir das Teil, was wir brauchen. Und ich gehe mal davon aus, dann wird auch das Game wieder vorbei sein. Ich glaube, das konzentriert sich jetzt so auf die... Ja, okay. Ja, also sie haben leider hier in das Game... Kann natürlich auch ein Entwickler sein oder eine Entwicklerin, ich weiß es nicht genau. Aber sie haben auf jeden Fall nicht die Funktion, dass sich die Necromorpher hinlegen. Das heißt, die stehen dann schon da. Und dadurch ist natürlich ein Schockeffekt weniger dabei, dass die dich dann halt überraschen können, weil ja, die stehen ja dann schon da. Das heißt, du weißt, dass die leben. Also leben in Anführungszeichen, wenn man das Leben nennen kann. Ich bin echt gespannt, wie lange das jetzt geht. Oha. Mal einmal kurz... Nein! Einmal kurz abgelenkt und schon steht wieder ein Necromorph vor einem. Ich meine, das muss man erstmal machen, ne? Das Ganze nachbauen und... So. Dann ein Spiel aus dem Boden stampfen mit. Aber die Geräuschkulisse ist cool, also man hört auch hier wieder alles quietschen, das ganze Metall, wie es arbeitet und so. So, da ist der... That's it, Isaac. Take the board back to tram control and slot it into the computer array. That should get the tram system back online. Ja, da haben wir das Board. Werkbank können wir nicht benutzen. So komplex ist es nicht. Oha. Oha, oha, oha. Auch da wieder stehen sie schon bereit. Gut. Ich hab das Board. Also ich muss jetzt eigentlich nur noch abgeben, damit dann die Tram weiterfahren kann und dann haben wir Kendra und Hammond in Sicherheit gebracht und ich glaube, dass dann nicht mehr viel war, bis das Chapter dann vorbei war, das erste. Wir sind aber nicht wirklich agil. So, hier ist das Board, oder? Das muss hier rein. Tram Control Computer now online. Sehr gut. Jetzt können wir die Tram holen. Shipwide Tram System reinitialized. All trams now operational. Kommt jetzt wieder die Übertragung. Alright, we're on board and heading to the bridge. Good work. Strange. The quarantine just lifted. Whatever was in the flight lounge must have left. That's lucky for us.
Isaac, get back to the Kellion and prep it for launch. We'll find out what we can from the bridge and meet you there. If we live that long... You're out of your league, Hammond. This is suicide. We're going to die out here. Your lack of confidence in me is duly noted, Miss Daniels. But I have a mission to complete, and that's exactly what I am going to do, with or without you. Do we understand each other? Just get us out of here alive. Flight deck station. Dead Space D-Make. Isaac. Sehr cool. We made it to the bridge. It's a nightmare up here. No survivors. We're going to try to get to the command computer. Fraser Bromley. Sehr gut gemacht. Longmire, Locomotion, ALS V4, Marcus, Special Effects, PSX, FX und Fons, Eve, Lomax, Audio and Cutscenes, Visceral Gamer oder Visceral Games. Ah ne, Visceral Games hat die ja damals gemacht, ja. Ich dachte Visceral Gamer. Thanks to all the developers at Visceral Games for creating Dead Space. So cool gemacht. Also war jetzt wirklich nur ein kleines Minigame, ja, aber trotzdem super umgesetzt. Und da sind wir auch schon wieder im Anfangsbildschirm. Ich denke mal, die haben im Hintergrund irgendwie ein Gehirn genutzt oder so als Hintergrundbild. Ja, das war das Dead Space D-Make. Ein kleines Horrorhäppchen. In die Kategorie wird das jetzt eingeordnet werden, weil es halt genau auf der Seite, wo ich die Horror-Games in der Kategorie raushole und hier euch zeige, auch da war das Dead Space D-Make drin. Ich werde das wieder unten verlinken, damit ihr es auch selber euch anschauen könnt und spielen könnt. Und ja, ich danke auf jeden Fall bis hierhin für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einem neuen Projekt hier bei Drawing Pepper, wenn ihr mögt. Und ja, Dead Space D-Make hat mich daran erinnert. Also ich ja noch den Impossible Run mal mir anschauen wollte von dem Dead Space Remake. Remake, D-Make, ja, so viel Dead Space. Ja, bis zum nächsten Mal, wie gesagt. Bye, bye.